Priester und Diakone und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestehen. Gedenke an unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie aufstehen. Nimm sie, alle, die in deiner Gnade aus der Welt geschoben sind, in dein Reich auf, dass sie dich schauen von Angesicht zu. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, dem heiligen Benedikt, dem heiligen Oliver, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anfang an der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lass uns füreinander und miteinander beten, mit dem Haus zu beten. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel es so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, und gib Frieden in unseren Tagen. Uns hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht kommen und unseres Erlösers, Jesus Christus, haben. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der heilige Benedikt ist, wie gesagt, Schutzpatron Europas, Vater Europas. Gieß mir ihn ein in der Bitte um Frieden. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit. Sei der Friede des Herrn in deiner Zeit. Und mit deinem Geist.